Name ist Michael Schreiber. Ich bin staatlich geprüfter Bautechniker mit dem Schwerpunkt Hochbau. Bei hier dem Projekt war besonders wichtig, dass zum Beispiel unter der Betonplatte die Wärmedämmung richtig und lückenlos eingebaut wird, damit keine Kältebrücken entstehen. Denn auf die Betonplatte kommt kein Estrich, bei dem dann auch normalerweise darunter eine Wärmedämmung gebaut wird. Dann muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, als wir die Bewährungseisen und Bewährungsmatten eingelegt haben, dass immer genügend, sowohl nach unten als auch zur Schalung, genügend Abstand, das nennt man die Betonüberdeckung, gewährleistet ist. Hier in dem Fall vorgegeben 3,5 cm nach DIN. Wir haben das bis 4 cm genommen, um auf Nummer sicher zu gehen, wenn irgendwelche Verschiebungen da sind. Die Fläche ist sehr groß, 175 Quadratmeter. Das ergibt also eine Länge, bei der man die Schalung sehr genau und sehr gerade setzen muss, damit nicht die Bodenplatte seitlich wellenförmig nachher aussieht. Der Abstand der Stützen muss sehr eng gewählt werden. Wir haben hier 80 cm gewählt. Natürlich gibt es wahnsinnig hochwertige und aufwendige Systeme im Schalungsbau, aber darauf wollten wir verzichten. Wir wollten es ja selber bauen. Und somit haben wir aus Brettern und Dachlatten uns eine Schalung gebaut, die schön abgestützt, und siehe da, sie hat heute gehalten. Rüttelflasche. Also sie ist zunächst mal vorgeschrieben, damit Lufteinschlüsse rauskommen. Vor allen Dingen aber, dass bei eng liegenden Eisen, also der eng liegenden Bewährung, der Beton überall hinkommt. Der wird überall dann hingedrückt durch diese Rüttelflasche. Also auch in enge Ecken. Das ist sehr wichtig. Die Hauptfunktion einer solchen Bodenplatte ist ja, Druckkraft aufzunehmen, damit die gewährleistet ist. Und damit die Zuglast, die entsteht, zum Beispiel durch seitliches Aufsetzen von Wänden, vom Stahl übernommen werden kann. Das geht aber nur, wenn der Stahl auch komplett mit Beton ummantelt ist. Dazu kam, dass der Beton sehr eben eingebaut werden musste, also sehr waagerecht, weil, wie gesagt, später kein Estrich eingebaut wird, der dann eventuell Unebenheit noch mal ausgleichen kann. Ja, also nachdem der Beton dort eingefüllt wurde, kam ein Herr, der hat seinen Finger da reingehalten und geschaut, wann der Beton genau die richtige Konsistenz hat, dass er dort mit seiner Klettanlage drüber fahren kann. Das ist natürlich nur dort nötig, wo man den Betonfußboden hinterher als Fertigfußboden verwenden will. Überall da, wo dann noch Beläge draufkommen, braucht man das natürlich nicht. Und der ist dann da mit einer Zweischeiben-Glättmaschine drüber gefahren und hatte dann diverse Dinge, die er unten dran schrauben konnte, die dann nochmal unterschiedliche Bodenqualitäten garantiert haben. Das heißt, er hat das erstmal grob vorgeglättet und dann hat er sich nochmal einen feineren Untersatz angeschraubt und hat es dann wirklich bis zu der Qualität, die Bodenplatte jetzt hat, geglättet. Wir setzen Streben rein in die Wand, damit die ausgesteift ist. Und jetzt sind wir seit dieser Woche beschäftigt, die Wände aufzustellen. Sieht ja, dass das Holz natürlich formt. Wir haben ja auch hier schon seit Tagen um die 30 Grad. Wir haben uns für eine Ständerbauweise entschieden, kombiniert mit einer traditionellen deutschen Fachwerkbauweise.